jeden Fall ist das zu weit entfernt. Okay, viel dümmer geht's ja gar nicht. Mal sehen, was passiert, wenn die eine Leiche finden. Nichts. Oh, Mist. Was in der Bude? Ich habe nur begrenzt Zeit, ich habe nur begrenzt Zeit. Lass mich alle in Ruhe, ich habe nur begrenzt Zeit. Hier sind Leute, die haben bis begrenzt Zeit. Lass mich einfach durch, ich habe hier nur begrenzt Zeit. Ich habe nur begrenzt Zeit. Lasst mich in Ruhe. Okay, wir hatten nur begrenzt Zeit. Daher musste ich mich ein bisschen beeilen. Durchquere Area 69. Der Anlage sind mehrere Militärpatrouillen unterwegs. Bla 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 bla. Im Kontrollraum kannst du einige der externen Verteidigungsanlagen von Area 69 deaktivieren. Suche das schwarze Projekt. Freischießen? Okay, das ist mir neu, dass man hier durch kann. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ach, das wäre der andere Eingang gewesen. Nehme ich mal an. Der leise Eingang wohl. Na, nun ist es zu spät. Okay. We got the minigun. Was ist denn hier los, ey? Auf nächtlicher Patrouille mit einem Minigun. Ja, uns soll's recht sein. Wie es die wegschleudert, ey. Wir haben nie mehr als einen Stern. Fällt mir so auf. Und wir schießen uns eben mal kurz hier durch, ne? Ich weiß auch nicht so richtig, was hier. Wo es hier hingeht und was ich hier überhaupt soll und alles. Wir schießen uns ebenso durch. Wir sind schon relativ nah dran, kann das sein? Haben aber Verfolger auf der Hacke gehabt. Okay, und jetzt geht's hier hoch. Die Tür zum Raketenschacht, wo das schwarze Projekt aufbewahrt wird, ist verschlossen. Besorgt dir eine K-Card. Please, no more violence. Take my passcard and go.
Na, siehst du, so einfach kann's Leben sein. Die Tür ist geöffnet. Eine Wache ist getötet. Alle zum Raketenschacht, Schreiter. Na, ob's das jetzt noch bringt. Wir schießen uns eben mal so den Weg frei. Wie man es halt so macht. Warum haben wir eigentlich wieder Rüstung? Wann habe ich denn Rüstung aufgenommen? Komisch. Naja. Es klappt ja jedenfalls ganz gut. Wir haben jetzt einen ordentlichen Schuss mit der Waffe hier. Das ist, glaube ich, so ziemlich die stärkste, die es gibt. Du hast gefunden, was der Truth haben wollte. Du musst jetzt fliehen, indem du den Jetpack nach oben hier. Wir steigen auf. Schnell weg. Wir werden schwer verfolgt. Okay, wir können mit einhändigen Waffen ganz normal feuern. Und bewegen uns eben mal so. Mir war es erstmal wichtig, den Raketen auszuweichen. Und jetzt dürften sie unsere Spur relativ verloren haben. Dann können wir auch noch ein bisschen fliegen. Kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Ein Hotdogwagen. Was ist das denn? Ein Geysir. Oder eine Quelle oder sowas. Hier war ich noch nie. Oder also hier war ich bestimmt schon, bin ich bestimmt schon entlang gefahren, aber das Ding ist mir neu. Faktisch ist, man kann hier jeden Berg hochlaufen. Egal wie hoch er ist. Und man kann auch jeden Berg runterspringen. Aber das ist, glaube ich, eher zweitrangig. Das ist ein sehr langsames Fahrzeug auf jeden Fall. Haben wir schon wesentlich besser gesehen. Deswegen nehme ich das auch so selten. Oder nicht so gern. Ich bin eher der Flugzeugtyp. Ach, guck mal, wir sollen sogar hier hoch. Aber jetzt so eher, ich wollte jetzt eigentlich über den Berg weg hier. Aber na gut. Carl, dude, man! Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out, have a nice trip, dude. Hey, wait a... Ah, was it too much to ask to get a lift in the town? Anscheinend ja. Und das war's wohl mit den Flughafenmissionen. Wir fahren mal schnell noch zum Flughafen hin. Wenn ich ihn finde. Ja, da ist er ja. Groß und unübersehbar. Direkt vor uns. Und hier sind wir wieder in der Geisterstadt. Schön. Dann speichern wir am Flughafen und nehmen die... Was ist das? Irgend so ein Hobbyflieger, ne? Obwohl er eine MG hat. Aber in Amerika ist es sicherlich Standardausführung. In die Stadt. Und machen mal noch eine Wusi-Mission. Aber vorher speichern. Wie immer. Oh. Hey. Carl, it's me, the Truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around.
Okay, The Truth hat was für uns. Again. Aber wir nehmen dann wohl eher Woosies Mission. Auch wenn wir sehr nah dran sind, man muss ja ein bisschen für Abwechslung sorgen, deshalb. Jetzt steht die Katze auf, das war ja wieder klar. Aber sie geht aus dem Bild anscheinend. Von daher gar keine Probleme. Nein, 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 nein. Oh, das war nicht gut. Gerade so nochmal gerettet. Da wollte ich wohl zu schnell nach oben. Der Wind ist irgendwie blöd. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Ach, wisst ihr was? Das machen wir einfach ganz anders. Gucken den Explosionen zu. Der fährt einfach durch, den geht's ja nichts an. Mal den Aussicht genießen. Der Aussicht persönlich. Schon wieder speichern? Naja.